Der NG4 ist breit aufgestellt. Wir haben ihn euch erst neulich in der normalen Version gezeigt. Dann kann man auch eine günstigere Version erwerben, wenn man nicht so viel Geld hat. Oder halt eben eine Version, die sehr weit kommt. Und wir zeigen euch heute aber die Spaßvariante, nämlich die X-Power-Variante, die sehr viel Leistung mitbringt und ja, einfach der Spaßfaktor mit sich bringt, wenn man beim MG4 dann unterwegs sein möchte. Und den werden wir euch im Exterieur, Interieur und natürlich auch während der Fahrt zeigen, was der so drauf kann und was sich verändert hat. Ja, wie immer, wenn ihr uns unterstützen möchtet, könnt ihr uns gerne abonnieren. Das freut uns nämlich und dann wachsen wir weiter und können euch immer mehr solche schicken Flitzer zeigen wie den MG4. Der bei 34.990 Euro startet, dann natürlich in der Basis. X-Power startet bei 46.990, aber Obacht, da ist alles mit dabei. Das Einzige, was ihr noch wählen müsst, ist die Farbe. Und selbst dort gibt es eine kostenlose. Wir starten direkt mit dem Design rein. Allzu viel hat sich vom Exterieur und Interieur nicht verändert, um das schon mal zu spoilern, aber halt natürlich vom Antrieb und von der Spaßigkeit. MG-Logo prangt hier schön groß mit drauf, drunter dann die Frontkamera von der insgesamt 360-Grad-Kamera und bei den höheren Versionen hat man dann auch eben diesen Lufteinlass hier unten, der sich dann öffnet und schließt und dann haben wir hier eben noch so ein bisschen silberne, matte Elemente, auch hier so Anthrazit, das sieht dann halt einfach auch nochmal so ein bisschen besser aus. Ich mag ja Anthrazit generell. Was gleich bleibt, ist der Scheinwerfer, wir haben hier das Tagfahrlicht. Wir haben Haupt-LED-Scheinwerfer hier oben und die Blinker sind auch in LED, die sind dann wieder hier rum, hier unten. Das alles sieht schön aus, das alles funktioniert auch gut, allerdings noch keine Matrix-Funktion. Jetzt habe ich natürlich, wenn ich hier hochgehe, wieder eine Frage für euch im Petto. Was sagt ihr zu diesem Fahrzeug und wie gefällt euch die Farbe? 4,29 Meter ist er lang, 2,06 Meter mit Außenspiegel breit und 1,52 Meter ist er hoch. Und dann stehen wir hier am Reifen. Und das ist eine exklusive X-Power-Felge, 18 Zoll, 17 Zoll wäre Serie, 18 Zoll gibt man auch bei anderen Versionen, aber dieses Design gibt es nur für den X-Power und auch die Bremssättel sind hier orange mit dem X-Power-Schriftzug, auch daran erkennt man, der Kollege hier fährt den X-Power. Erkennt man natürlich auch an dieser Farbe, kommen wir aber gleich zu. Wir haben hier schwarze Spiegel noch, schwarzes Dach, auch das ist exklusiv für die höheren Ausführungen und unten auch nochmal ein bisschen schwarzen Sweller, seht ihr ja gerade. Ansonsten auch hier an der Seite keine großen Veränderungen, bis auf eben die Felgen und an den Bremsen. Ich finde, an der Seite sieht man es also am deutlichsten. Und 7 Farben gibt es für den normalen MG4 und 8 für den X-Power. Und da ist eben auch der Unterschied, eine exklusive Farbe. Und das ist Hunter Green und das ist genau die. Das ist eine matte Grünfarbe und die finde ich schon sehr, sehr sexy, muss ich sagen. Zudem hat der X-Power steifere Stabilisatoren bekommen und Torque Vectoring für die Sportlichkeit. Der Spoiler finde ich auch sehr cool gemacht. Hier fließt die Luft wirklich durch und auch hier die Leuchtleiste ist geblieben mit den LEDs oben dran. Da zeige ich euch noch von nachts dann Detail, dann sieht man es besser. Blinker sind aber noch Birnchen, aber ansonsten sieht es recht modern aus. Hinten finde ich ihn nicht so schön wie vorne. Vorne ist er wirklich modern, hinten ist noch nicht ganz so mein Fall, auch beim normalen nicht. Und hier auch nochmal dieses Anthrazit, was wir auch vorne schon gesehen haben. Was es nicht gibt, ist eine elektrische Heckklappe, auch beim X-Power nicht. Aber wir haben hier einen doppelten Ladeboden, das heißt, ich kann den hier hochklappen und dann kann ich hier noch Zeug unterbringen, wie auch meine Warnwesten. Und ansonsten habe ich eine Leuchte, LED und ein paar Taschen, um was abzulegen. Reingehen hier flotte 350 Liter bis 1165 Liter, wenn man die Bänke natürlich dann umklappt. Dann möchten wir noch ein Wort zur Anhängelast verlieren, die ist ungebremst wie gebremst gleich mit 500 Kilo und die Stützlast beträgt 50. Wir sehen, dass wir nichts sehen, nämlich es gibt keinen Frunk und es gibt aber deutlich mehr Leistung. A haben wir Allrad, das heißt wir bekommen die Leistung auf die Straße. Wir haben vorne und hinten einen Elektromotor, insgesamt 435 PS, 600 Newtonmeter, 3,8 Sekunden auf 100 und nicht bei 180 ist Schluss, sondern bei 200. Das heißt, wir haben die magische 2 vorne, finde ich bei einem Sportler immer eine wichtige Sache. Hier lädt man auf, erstmal was zum Verbrauch, 18,7 Kilowattstunden ist er angegeben auf 100 Kilometer, da kommen wir gleich noch zu. 385 Kilometer ist die Reichweite von unserem, das ist natürlich deutlich weniger wie zum Beispiel die Trophy-Variante, das ist die Weite, die am meisten kommt mit 520 Kilometer.
noch nicht innerorts eingerechnet. Also die kommt sehr weit, hat aber auch eine größere Batterie, 77 Kilowattstunden. Wir haben 64 Kilowattstunden, also die Batterie, die auch die anderen MG4s haben. Deswegen eben auch die kleinere Reichweite. Wir kommen schon, also 200 Kilometer auf jeden Fall, 250 jetzt hier im Sommer auch noch realistisch, im Winter dann auch wirklich eher die 200. Aber ich sag mal, die Variante kauft auch wirklich nur jemand, der Spaß haben möchte. Ansonsten macht es ja eh keinen Sinn. Dann kauft man sich eher die Trophy-Variante oder eine andere Variante. Die kauft man ja wirklich nur, wenn man Leistung möchte. Und ansonsten AC, DC, beides möglich. AC 11 kW und DC maximal 140 kW. Und dann ist er in 26 Minuten wieder von 10% auf 80% und er verspricht auch, was er hält. Also ich habe auch geladen, jetzt ein paar Mal 140 erreicht er schon. Am Schluss wird es dann natürlich ein bisschen mau, gerade von 80 auf 100. Da kann es dann auch mal sein, dass er dann nur mit 20 bzw. 30 kW rumdümpelt. So sieht der Schlüssel aus. Hinten und vorne dann öffnen, verriegeln und die Kofferraumtaste. Natürlich ist der Kofferraum immer noch nicht elektrisch, aber er springt dann auf. Wir haben hier eine Taste. Dann klappen die Spiegel ein und das Fahrzeug ist verriegelt. Hier hinten haben wir keine Taste, auch hier eben kein Keyless Entry. Und auch hier kann ich nicht reingreifen, sondern ich muss nochmal die Taste drücken. Das ist nur ein bisschen altmodisch, aber trotzdem kann ich euch natürlich das Interieur zeigen. So, ihr könnt den Spaniern immer noch zugucken beim Training. Wir sind weiterhin ja hier bei uns am Drehort, die Spanier zu Hause. Aber es geht um den MG4. Materialien hier oben rum härter. Wir haben aber allerdings beim X-Power die Alcantara-Geschichte mit dazu bekommen, fühlt sich schon gut an. Armauflage auch weich, Dashboard ist auch unterschäumt. Es ist also auch ein bisschen weicher. Ansonsten haben wir hier die schwebende Mittelkonsole mit ein bisschen hochglänzend schwarz. Gefällt mir nicht so gut. Induktives Ladefach, da gibt es ein großes, großes Problem. Schauen wir uns nachher noch an. MG Electric steht hier und ansonsten haben wir hier unten drunter dann auch noch mal einen 12-Volt-Anschluss und USB-C-Anschluss. Der ist ein bisschen versteckt. Cupholder und auch hier nochmal ein großes Fach, wo man auch nochmal gummiert, leicht gummiert, was reinlegen kann. Und ansonsten hier noch ein Netz, da kann man auch mal was einspannen. Eine Armauflage, schön weich und da ist auch nochmal ein Fach. Das ist allerdings nicht ausgekleidet, das heißt, alles, was man da reinlegt, könnte kleppern. Ja. Dann zum Lenkrad tatsächlich auch schon. Auch da keine großen Veränderungen. Also Interieur ist fast gleich, bis auf das Alcantara. Ist aber ein ganz ansehnliches Lenkrad. Ich finde diesen Schwung hier noch ganz cool. Sonst mag ich zwei Speichen-Lenkrads ja eigentlich nicht. Ansonsten kann man hier die Medien oder halt auch die Cockpits verstellen. Ich habe hier ein digitales Cockpit. Das ist auch wirklich groß genug. Da sehe ich alles drin. Zum Beispiel eben meinen Verbrauch seit Start oder andere Dinge. Und von dem her ist das eben ausreichend. Hoppla, jetzt kommt das Radio hinzu. Und eben dann sind wir schon beim Hauptdisplay. Ja. Das ist einfach zu verstehen, muss man einfach sagen. Das ist das Home-Menü. Da sehe ich also schon die Navigation und auch wie viel Prozent ich noch habe. Navigation ist in Ordnung. Es gibt allerdings keine Laderoute. Also er schlägt dann nur die Ladestationen in der näheren Umgebung vor. Ansonsten kann ich hier bei der Fahrzeugeinstellung auch das One-Pedal-Drive einstellen. Auch das muss man jedes Mal machen. Und ansonsten auch MG Pilot kann man hier einstellen und sämtliche Dinge. Ist einfach zu verstehen, das muss man schon sagen. Das heißt, wenn man von einer anderen Marke kommt, ist das wirklich kein Problem. Apple CarPlay Android Auto gibt es auch. Ja, das war's an und für sich schon in diesem Auto. Zumindest hier vorne. Noch zum Platz. Ich bin 1,85, die Faust passt gerade so dazwischen, aber ihr seht schon, hier ist noch Luft. Das heißt, hier könntet ihr also locker noch ein bisschen größer sein. Panoramadach gibt es ja nicht, das heißt, da kommt auch der Dachhimmel nicht weiter runter. Dann noch ein herzlich willkommen vom Ford. Die Materialien sind schlechter geworden. Wir haben hier kein Alcantara, die Armauflage an sich ist aber weich. Zwei Taschen hier oben, da habe ich auch die Funkstrecke drin für die Handys. Nochmal eine Ablage hier und dann haben wir noch hier einen USB-A-Anschluss und nochmal ein Ablagefach, um was zu laden. Isofix an den äußeren Sitzplätzen, auch hier ein bisschen Alcantara mit roten Ziernähten. Kein Mitteltunnel, kein großen zumindest und auch hier ein schöner Platz zum Sitzen. Allerdings für drei Personen wird es schon recht knapp hier hinten, zu zweit kein Problem. Der Sitz ist auf mich eingestellt, 1,85. Ich habe hier von den Beinen her genug Platz, zur Tür auch. Nach oben stoße ich allerdings schon an und ich komme auch nicht nach hinten. Das heißt, hier müsste ich mich jetzt so ein bisschen reinfallen lassen, dann komme ich wieder nach hinten. Ist auch noch gerade so bequem, trotzdem würde ich es dann begrenzen, sage ich jetzt mal, auf maximal 4 Stunden. Wenn ihr kleiner seid wie 1,85, sollten größere Fahrten aber kein Problem darstellen. Dann geht's los mit dem Feindruck. Davor zeigen wir euch ja immer die Kamera und ich muss sagen, gar nicht schlecht. Natürlich ist das nicht die beste Kamera der Welt, aber sie ist immer noch besser wie so manch andere Kamera. Die Linien lenken mit, rechts dann die Vogelperspektive, links dann die Rückfahrkamera durch
Ja, sieht auch so wie es aus, wie so eine Spionkamera. Sobald ich in D gehe, springt natürlich die Frontkamera an. Und ja, das ist schon sehr cool gemacht und ist auf jeden Fall nicht schlecht. Man sieht auch nachts die Hindernisse, die so den Tag prägen. Also wir fahren erstmal kurz normal los, erzählen euch alles Wichtige und dann fahren wir natürlich noch mal ein bisschen sportlicher. Was mich so ein bisschen an der Praktikabilität gestört hat, jetzt gar nicht so vom Interieur, das haben wir euch ja schon gezeigt, ist das von Pedal Drive. Es gibt eins und dann hält er auch wirklich an, muss ich aber jedes Mal neu aktivieren. Und wenn ich den halt jetzt in der Stadt fahre und ich muss jedes Mal das aktivieren, finde ich ein bisschen nervig, weil meistens fährt man in der Stadt und halt hier über Land eben dann doch mit dem One Pedal Drive. Längere Fahrten, klar, dann schaltet man es aus, das kann man dann aber dann selber machen. Also das würde mir gefallen, wenn man das einmalig nur andrückt und dann ist es an, bis ich es halt wieder ausschalte. Ansonsten ist es hier von der Bedienung hier alles in Ordnung, auch die Windgeräusche, Abrollgeräusche sind alle in Ordnung. Erst bei höheren Geschwindigkeiten kommen die zum Tragen. Es gibt aber einen maßgeblichen Kritikpunkt beim normalen MG4, auch bei dem. Bei dem ist es aber noch verhärtet. Habe ich euch ja vorher gezeigt, dieses induktive Ladefach. Ja. Das ist so leicht gummiert, das Handy liegt dann hier. Allerdings, die Kante hier ist sehr, sehr schmal. Wenn ich jetzt hier ein Handy habe und ich beschleunige hier durch und ich muss nicht mal Kickdown geben, sondern ich beschleunige wirklich ja, von 50 auf 100 durch, dann fliegt das Handy hier durch die Gegend. Ja. Auch bei einer sportlicheren Rechts- und Linkskurvenfahrt fliegt es halt dann raus. Also das ist entweder keine gute Position oder man hätte die Kanten jeweils höher machen müssen, damit das Handy eben nicht rausfliegen kann. So ist es auf jeden Fall bei einer sportlicheren Fahrt unmöglich, das Handy da liegen zu lassen. Sei denn man steht auf Kratzer und Dellen im Handy. Ansonsten ist das Auto aber wirklich gut, auch was die Ergonomie bzw. Rundumsicht angeht. Ich sehe überall gut raus. Hintenrum etwas weniger durch die neue dritte Kopfstütze, die da hinzukam. Allerdings ist es in Ordnung. Ja. Ein Mitteltunnel bzw. an der dritten C-Säule, so meine ich, ist ein großer toter Winkel. Aber den kann man dann mit den ganzen Helferlein natürlich ausmerzen, die man da so an Bord hat. Und da kommen wir auch schon zur Assistenz. Wir haben euch beim MG4 die ja schon gezeigt. Bei einem sportlichen Auto, finde ich, ist das nicht ganz so wichtig. Ich möchte es nur kurz trotzdem erwähnen. Auch beim X-Power haben wir natürlich sämtliche Assistenzsysteme mit an Bord, wie zum Beispiel Totwinkelassistent, der rechtzeitig warnt, Verkehrszeichenassistent und auch ein adaptiver Tempomat. Allerdings noch nicht mit einem mittigen Spurhalteassistenten, sondern eben der pendelt dann hin und her. Aber ansonsten hat auch der MG4 X-Power hier alles mit an Bord, was man heute so braucht. Gerade für die längeren Fahrten nicht schlecht. Bevor wir jetzt sportlich fahren, möchte ich noch ein, zwei Punkte, ihr seht es ja auch immer im Beschreibungstext unten, aber bei dem Auto doch ein bisschen wichtiger, finde ich, über den Verbrauch sprechen. Der X-Power ist ganz klar der sportlichere unter den MG4s und da würde man ja jetzt erstmal denken, dass der auch extrem viel verbraucht. 18,7 ist er angegeben, also mit Kilowattstunden, und wenn ihr normal fahrt, also euer alltägliches macht, Stadt, aber auch Überland, ich betone tatsächlich auch Überland, seid ihr definitiv zu 100% drunter. Also ich bewege den im Schnitt mit 14 und 15 Kilowattstunden. Wir hatten natürlich auch perfekte Elektrotemperaturen. Wir sind jetzt hier im angeblichen Sommer, aber der Sommer bietet ja auch nur 20 Grad. Von dem her ist das der perfekte Elektrowetter. Im Winter sieht es vielleicht nochmal ganz anders aus, das ist auch klar. Aber zur Transparenz sagen wir das immer dazu, auch im Winter und jetzt eben halt auch im Sommer. Wenn man auf der Autobahn unterwegs ist, sieht es natürlich anders aus. Dann sind wir definitiv über den 20 Kilowattstunden, wenn wir 130 fahren auch schon. Und wenn wir das volle Lastkollektiv ausnutzen und wirklich bis 180, 200 unterwegs sind, dann explodiert er förmlich. Nein, aber dann wachsen wir natürlich da auch dementsprechend. Ist aber logisch, das ist auch bei einem Verbrenner nicht anders. Was mich überrascht hat, ist eher der Punkt, wenn ich so ganz normal fahre, weil ich fahre ja nicht jeden Tag sportiv mit diesem Auto, dann ist der Verbrauch wirklich, wirklich gut. Sportmodus ist drin. Serpentinen warten auf uns. Oh! Uiuiuiui. Wir machen gleich nochmal eine richtige 0 auf 100, gar keine Frage. Aber hier mal kurz in den Kurven die Sportlichkeit testen. Also jetzt zimmert schon wirklich raus. 600 Newtonmeter. Die Bremsen sind auch gut. Kurvenlage auch in Ordnung. Das ist halt der Allrad. Man bekommt die Kraft sofort auf die Straße und hier im Kurvenausgang, zack, selbst berghoch. Richtig geil. Also wer wirklich hier die Sportlichkeit möchte, ist mit dem Auto definitiv an der richtigen Adresse. Autobahn, naja, weiß ich nicht, finde ich generell bei sportlichen Autos langweilig. Serpentinen, so Landstraßen, das ist so das Gebiet, wo so ein Auto einfach Spaß macht und da macht auch der MG4 Spaß.
So, 0 auf 100 im Sportmodus, 3,18 angegeben. Und ich zähle einfach mit, oder? 1, 2, 3, 4, 5. Nein, Spaß. Und die 100. Boah, das ist krass. Ist einfach krass. Macht Spaß, macht man nicht jeden Tag, aber wenn man halt eben die sportive Variante möchte, um mal an der Ampel einem Ferrari zu zeigen, wo der Hammer hängt oder jemand anders, dann ist das schon eine coole Variante. Das war unser Video über den X-Power. Habe mich sehr darauf gefreut. Nach dem MG4 habe ich den direkt angefragt, weil der MG4 schon wirklich gut ist vom Preis-Leistungs-Verhältnis her und eben dann die X-Power-Variante einfach mal für den Spaß. Die Farbe finde ich richtig gelungen, mattes Grün, exklusive Farbe. Also wer einen X-Power bestellt, sollte die eigentlich auch nehmen, um eben auch nochmal da den Abstand zum MG4 normal zu herzustellen. Aber am Ende ist es eine Geschmackssache. Es gibt ihn auch in poppigeren Farben, Orange und Grün, Blau meine ich, oder halt ganz langweilig Schwarz, Weiß, Grau. Es gibt einiges, was er noch nicht hat. Matrix-LED-Licht, Header-Display, Panorama-Glasdach. Da hat der ID.3 GTX zum Beispiel ihm was voraus. Aber MG steht für Preis-Leistung und das ist auch beim X-Power weiterhin so. Auch das ist jetzt kein Schnäppchen, aber immer noch im Vergleich zu den Konkurrenten immer noch, wie ich finde, der günstigste. Kommen wir aber gleich zu. Gerade von vorne finde ich ihn sehr hübsch. Hinten ist Geschmackssache. Innen finde ich ihn auch ganz gut gelungen. Ladeschale vom Handy muss man definitiv irgendwo anders hinsetzen oder nochmal überarbeiten, aber das ist einfach ein Krampf, gerade bei einem X-Power, wenn man dauernd Gas gibt und das Handy dann im Kofferraum liegt, macht keinen Spaß. Ansonsten bin ich so von Materialmix, von der Reichweite, vom Fahrspaß, bin ich wirklich d'accord, wenn man eben den Preis nochmal im Kopf hat. 34,99 geht's los, klar, dann hat man eben die Basisvariante, ist günstig unterwegs. Der hier 46,99. Ist noch nicht der Maximalpreis. Den Maximalpreis haben wir hier jetzt mit dabei. Das heißt, unser Preis und der Maximalpreis sind gleich mit 47.640. Warum? Einfach die Farbe. Die kostet ein bisschen Aufpreis. Ich meine, 690 Euro waren es. Und das war's. So, 47.000 Euro muss man sich auch erstmal verdienen. Das ist klar. Ist also jetzt auch nicht wenig Geld. Aber wir haben neulich einen GR Yaris gefilmt. Der kostet das Geld, ist deutlich kleiner. Ist aber nicht elektrisch. Elektrofahrzeuge, wenn wir da mal vergleichen wollen, ID3 GTX, der hat weniger Leistung, der hat nämlich nur, ich habe es mir aufgeschrieben, 286 PS und kostet volle Hütte aber 56.830, also knapp 10.000 Euro mehr. Klar, dann mit Matrix, Head-Up-Display und Panoramadach, aber trotzdem, ne, das ist halt schon nochmal ein beachtlicher Mehrbetrag. Von dem her bin ich gespannt, was ihr sagt. Ist das Preis-Leistungstechnisch wirklich immer noch gut? Oder sagt ihr, nee, dann für das Geld nehme ich dann doch was anderes? Wie findet ihr die Farbe? Wie findet ihr das Auto? Und vor allem, würdet ihr den nehmen oder sagt ihr, nein, ich achte auf die Reichweite, ich nehme den Trophy? Oder sagt ihr, jawohl, 435 PS und 600 Newtonmeter, das lasse ich mir jetzt tatsächlich mal gönnen und den stelle ich mir in die Garage. Gerne dürft ihr uns abonnieren, das freut uns, dann wachsen wir weiter, können euch immer mehr solche Flitzer zeigen. Ich laufe aus dem Bild und sage, bis hoffentlich zum nächsten Mal. Macht's gut.